So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play WoW BFA Blood Elf Paladin. Wir sind zurück in einer neuen Aufnahmesession. Mir geht es weiterhin ziemlich scheiße. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man sich auskuriert, 2 Tage gesund lebt und dann gleich direkt und gleich direkt wieder erkrankt. Das ist natürlich super geil, aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir gar nicht so viel Zeit mehr haben bis zu den Prüfungen. Deswegen muss ich auch anfangen, ein bisschen auch trotz dessen, dass ich vielleicht nicht gerade in der besten Verfassung bin, ein bisschen aufzunehmen. Weil wer weiß, wann ich dann jemals wieder dazu komme, vernünftig aufzunehmen. Es ist halt leider so, es ist halt leider so. Das ist halt der Fluch, wenn man ein Student ist. Es klingt immer so wahnsinnig geil, aber sobald es dann um die Klausuren geht, ist es dann wieder so der unschönste Teil. Es ist so, als würde man einen Job ausüben. Irgendwann, es gibt immer so schöne Seiten daran und dann gibt es die nicht so schönen Seiten. Und das sind halt leider die nicht so schönen Seiten davon. Sollte uns aber nicht aufhalten. Ich bin eher gespannt, wie viel Erfahrungspunkte wir überhaupt allgemein in den 3 Gebieten zusammenschustern werden. Also ich glaube nicht, so, das ist so meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass wenn wir hier alle Gebiete nur die Hauptquest durchmachen, mit der Kriegskampagne natürlich, ich glaube nicht, dass es dann reicht. Also sprich, dass wir dann genug haben, dass wir dann direkt 120 sind. Ich glaube, das wird dann viel zu wenig sein. Vielleicht ist das nur meine Meinung, aber wenn ich mich daran erinnere, wie das dann mit dem Dings lief, mit unserer Schurken, da mussten wir auch schon sehr, sehr viele Sidequests und so machen, damit wir auf unsere Level 120 kamen. Wir haben zwar den Vorteil, dass wir immer wieder in einen sehr großen Abstand aufnehmen. Was dann, wie gesagt, den Vorteil hat, dass wir immer wieder die Erholung haben, was uns mehr Erfahrungspunkte einbringt fürs Killen. Was ja auch immer ein sehr großer Teil des Spiels ist. Ads killen oder Bosse killen oder sowas. Also da, ich bin mal gespannt. Bin mal echt, das ist wirklich so das Einzige, was mich interessieren würde, ob es reicht oder nicht. Das werden wir letztendlich dann so ein bisschen zu sehen bekommen. Aber, wir nähern uns auch vor allen Dingen Patch 8.2 an. Ich glaube, von jetzt an, wir haben jetzt den 23. Es ist wirklich der Mittwoch, der 26. Also es ist nicht mehr allzu viel übrig, bis es in den nächsten Patch übergeht. Und das, was ich so gesehen habe, das wird cool. Das wird cool. Wir werden auf jeden Fall, wie immer, uns als erstes mit den Schurken wieder reinstürzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann mit der Paladinin dann so anstellen werde, ob ich da zwischendurch auch mit aufnehmen werde oder ob ich dann erstmal sie pausieren lasse, bis ich erstmal den neuen Content abgegrast habe. Ich bin mir da noch ganz unsicher, wie wir das machen wollen. Vielleicht mache ich das auch ähnlich, wie es viele andere machen, indem ich einfach, viele Projekte nebenbei laufen lasse, aber wird wie gesagt schwierig. Wir befinden uns wirklich jetzt so in dieser Prüfungsphase, auch wenn ich es hasse, immer wieder zu erwähnen. Es ist halt leider so. Das heißt, es wird wieder mal weniger Aufnahmen geben für euch, weil ich dann komplett mit meinem Mindset woanders bin und mich auch dementsprechend auch konzentrieren muss. Ich wünschte, ich müsste nicht, aber ich muss leider. aber man hat es sich ja quasi selber ausgewählt. Ne? Ich kann jetzt nicht hier hinstellen und heulen. Letztendlich habe ich es mir ja selber ausgesucht. Ich wusste ja einigermaßen, was auf mich zukommen wird. Aber es wird nicht schön. Deswegen werden wir auch nicht so oft dazu kommen, aufzunehmen. Weswegen ich hier auch jetzt aufnehme, obwohl ich krank bin. Ich hoffe, das hört man nicht so gut raus, dass es mir nicht so gut geht. Aber sonst ist ja auch nicht schlimm. Ich würde jetzt sagen, wir geben die Quest ab. Mit 114 können wir die nächste Kriegskampagne machen. Das sollte ja nicht mehr allzu weit sein. Aber ich würde auch sagen, wir gehen nicht zurück nach Suldasar. Also wir werden hier auf jeden Fall erstmal das Gebiet durchquesten. Wir haben ja schon 2 von 7... Kapitelstränge. Das heißt, das sollte ganz schnell zu machen sein und dann können wir auch, wenn wir wieder ins nächste Gebiet stürzen, können wir auch wieder so eine Kriegskampagne dazwischen klemmen. Wir wissen ja letztendlich, wie das alles funktioniert. Für uns ist das keine so große Überraschung wie für manche andere. Das haben wir hier. Alles geil, alles geil. Nur das ist viel besser, weil ich da noch Scheiße habe, was... Jo, das kann man hier reinmachen. Hier haben wir noch eine Schriftrolle. Jo, nett. Sauber. Langsam, aber sicher. Nähern wir uns den Schriftrollen, ne? Wir wollen ja schließlich einen schönen neuen Helm haben. Ich glaube, währenddessen, wenn wir alle 12 Schriftrollen zusammenbekommen, habe ich schon einen besseren Helm. Aber egal. Ey, das ist ganz egal. Es geht darum, dass ihr
vom Transmog hier gar nicht so scheiße aussieht. Ich habe so einen Helm noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der neu ist oder ob der sich irgendwo hat farmen lassen. Ich kenne es jedenfalls nicht. So, aber wir sollen jetzt untersuchen, warum hier Sachen vergiftet sind. Das werden wir auch ganz schnell herausfinden, wieso das so ist. Müssen wir da nicht mit meditieren? Genau, meditiert am Schrein des Donners. Ich wusste doch, dass da noch irgendwas war. Und nebenbei müssen wir noch ein paar Aasfresser mitnehmen. Ach, ich liebe meinen Job. Muss ich auch sagen, ich bin ehrlich, so als ich vor langer, langer, langer Zeit angefangen habe, dieses Projekt zu starten, wo ich noch vor allzu langer Zeit, wo wir meine Abstimmung gemacht haben, was ihr am besten als Let's Play sehen wollt, von 1 bis zur damaligen Zeit war es, glaube ich, 100. Ja, doch, 1 bis 100. Und da wurde halt sehr viel gesagt, dass wir dann halt den guten alten Paladin machen sollen. Und ich war mir echt zu Anfang unsicher. Ich habe echt gedacht, oh, das wird katastrophal. Das wird sowas von katastrophal. Weil ich habe mal vor langer Zeit in Klassik mal ein Paladin gespielt. Aber man muss auch sagen, zu damaliger Zeit war auch der Paladin ein bisschen anders getrimmt als noch als jetzt. Da war ja, sagen wir mal, na okay, gut, der war ja ziemlich imbalanced, muss man auch sagen, einfach. Da hat er, glaube ich, nur eine Rolle erfüllt und alles andere konnte er irgendwie nicht so geil. Das heißt, Tank war ja nicht so gut, war okay, aber nicht so gut. Dann gab es noch Heiler, war ja nicht so gut. Aber schadenstechnisch war er halt, glaube ich, so viel ich mich noch erinnere. Weiß nicht, ob es in Klassik so war oder ob das erst mit Burning Crusade oder Wrath kam, dass er dann schon gar nicht so schlecht war. Damage-technisch war er eigentlich gut dabei, nur halt tanken und heilen war der jetzt nicht so der Bringer. Und ich war echt gespannt, also als mir gesagt wurde, ich soll im Paladin spielen, dachte ich so, boah, oh, das wird jetzt was. Aber ich hab meine Blutelfen Paladinen sehr ins Herz geschlossen. Nicht nur, weil wir das Projekt hier schon seit sehr, sehr langer Zeit machen. Ich meine, wer dieses Let's Play verfolgt oder vielleicht sogar das Let's Play angeschaut hat, wo wir von Level 1 gestartet sind bis 90 und dann von 90 bis 100, dann von 100 bis 110 und jetzt von 110 200, bis 120. Das ist für mich natürlich. Was ist das denn? Ach, ich soll meinen Namen sagen. Hier, Alter. Ja, Akunda, alles klar. Mein Name bleibt unverändert. Okay, gut. Dann nehmen wir mal Tapferkeit. So. Der Typ lässt sich ja kaum abspeisen. Muss ich natürlich Akunda irgendwas heißen. Akunda der Wichser, Akunda der Lutscher oder Akunda der, keine Ahnung was. Nee, aber ich habe also nicht nur das dadurch, dass ich halt mit der Paladin schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit schon unterwegs bin. Ich glaube, wie lange spiele ich die schon? Mindestens 4, 5 Jahre. Warte mal kurz. Telefon. So, zurück. Wo ich stehen geblieben? Genau, mit der Paladin. Die habe ich jetzt ins Herz geschlossen. Ich finde ihr Toolset auch eigentlich ziemlich cool. Sie haben ja in Legion ziemlich. Sie war ziemlich schwach waren die im Legion, muss man auch einfach gesagt haben, wie es ist. Ich glaube, die mussten sehr, sehr oft gebufft werden. Einfach weil sie, was Raids und so anging, damage-technisch mit einer der letzten waren oder sehr weit hinten waren. Nicht mal im Mittelfeld, glaube ich. Ich glaube, im BFA ist es aktuell auch noch so. Aber ich glaube, dass sie sogar bei einigen Bossen sogar echt die Nase vorn haben. Nicht bei allen, aber bei vielen. Also im Vergleich zu Legion schlagen sie sich deutlich besser. Und das ist cool. Ich finde es auch gut. Ich bin gespannt, wie sie da den Paladin weiter ausarbeiten werden, wenn das neue Addon rauskommt. Ich habe mal nur so ganz kurz reingehört, was man so bezüglich Patch 8.2 gesagt hat, dass man so gesagt hat, dass vieles, was sie designtechnisch so gemacht haben, eine Fehlentscheidung war. Dass viele Toolkits, die einige Klassen bekommen haben, wieder weg waren. Also sprich, dass sie es, dass besser gesagt Blizzard es einsieht, dass vieles, was sie einigen Klassen entnommen haben, Fehler war. Ich glaube, sie haben da jetzt zum Beispiel irgendwie bei dem Magier irgend so eine coole Fähigkeit erwähnt. Und das finde ich okay. Wenigstens so. Natürlich ist es. Für mich ist das jetzt nicht das erste Mal, dass Blizzard dann irgendwie sagt, so, ja, wir haben Scheiße gebaut, wir machen das nächstes Mal besser. Normalerweise ist das so deren Standardgelaber, ne? Wir sagen, dass wir das besser machen wollen,
Aber wir werden es nicht besser machen, wenn man es so am besten zusammenfassen kann. Und, aber es klang ausnahmsweise mal wirklich so, als wollen sie da was dagegen machen. Zwar nicht mehr in dieser Erweiterung, aber immerhin, werden sie es vielleicht in der nächsten Erweiterung machen. Ich bin gespannt, gerade bei dem Schurken, würde es mich echt interessieren, wie sie das da machen wollen. Ich will einfach wissen, weil sie haben ja gesagt, dass sie es bereuen, dass sie bei vielen Klassen es so designt haben, dass zwar die Spezifikationen, also die ganzen Klassen, die du spielen kannst, sprich, wenn du einen Paladin spielst, ein Vergelter Paladin, Tank Paladin, Heiler Paladin, dass sie sich zwar alle sehr unterschiedlich anfühlen, aber dass so die Identität, also die Identität des Paladins selbst irgendwie verloren geht. Und nicht nur beim Paladin, sondern auch bei vielen anderen Klassen ist das so, dass sie es so eingesehen haben oder sagen, ja okay, zwar sind die ganzen Specs, die wir erschaffen haben, schon ein bisschen anders im Vergleich zu anderen, aber dafür ist die Klasse selber irgendwie, unterscheidet sie sich nicht großartig von anderen. Und da wollen sie ein bisschen ansetzen, dass viele, dass so ein Schurke sich anfühlt wie ein Schurke und Paladin sich wie ein Paladin anfühlt. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll, weil das ist sehr, das ist halt, was soll man mit so einer Aussage anfangen, muss man einfach dazu sagen. Was willst du mit so einer Aussage anfangen? Das kann quasi alles bedeuten. Was das heißt, ob jetzt einige Klassen mehr Skills bekommen, weniger Skills bekommen oder bei einigen komplett das Ganze nochmal umgewandelt wird und nochmal komplett verändert wird. Man weiß es nicht, ne? Man kann nur spekulieren und sagen, ja, es könnte vielleicht sein, dass sie wirklich dann so einigen Klassen so gewisse Spielzeuge geben, damit sie sich anfühlen wie ein Paladin, keine Ahnung, oder wie ein Schurke. Ist halt für mich eine interessante Sache, wie sie das dann machen wollen. Weil bis jetzt klingt das nicht mehr als nur so, ja, wir wollen das so machen, aber wie wir es machen, weiß ich nicht. Aber wir wollen es machen auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie gesagt, das ist so eine der Dinge, wo ich noch zweifle oder so mit einem großen Fragezeichen noch der ganzen Sache begegne. Weil da wirklich auch nichts irgendwie Großartiges gesagt wurde, wie sie das anstellen wollen. Sie wollen es zwar machen, aber wie sie es anstellen wollen, keine Ahnung. Und da bin ich gespannt. Also gerade, ich meine, es ist ja nichts Neues oder nichts Überraschendes, dass es mich halt interessiert, wie es halt mit meinen Klassen, die ich sehr gerne spiele, Schurke, Todesritter, Krieger, wie das bei denen so ausgeht, ob sie da jetzt irgendwie eine schöne Abänderung bekommen oder ob das so langweilig wird. Man weiß es nicht. Zeit wird zeigen, wie sich das Ganze ergeben wird. Alter, die gehen mir gerade so hart auf die Nüsse. Nerv doch jetzt hier nicht, meine Fresse, ey. Kann man nicht mal vernünftig mal sein Equip und so austauschen, ohne gleich direkt abgefuckt zu werden. Nee, und das ist so, immerhin, wenigstens haben sie es angesprochen und wenigstens haben sie gecheckt, dass sie Scheiße gebaut haben. So, ist ja schon mal ein großer Anfang. Man kann, die könnten ja auch immer noch sagen, so, ja, ich weiß nicht, was euer Problem ist, ist doch alles geil, so. Könnten sie ja auch sagen, so, alles ist doch geil, warum sollten wir da großartig was ändern? Von daher ist es doch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, wenn sie es jetzt noch im nächsten Add-on einhalten und auch wirklich so durchsetzen, wie sie es angekündigt haben. Ey, profitieren wir alle davon. Ne? WoW ist ja momentan nicht gerade unbedingt bei vielen Fans hoch im Kurs, einfach weil es so viele Sachen falsch gemacht hat und dass Blizzard viel zu spät jetzt so eingreift und sagt, okay, scheiße, die Leute laufen uns weg, die Leute fuckt das Spiel ab. Wir müssen jetzt was machen. Und jetzt, dass erst so der größte Schinken, den sie machen wollen, jetzt erst mit Patch 8.2 kommt. Und das Spiel ist schon, muss man einfach sagen, wie es ist. Das Spiel ist schon, glaube ich, seit... Oh, jetzt... Ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber schon vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht mehr als ein halbes Jahr schon draußen. Und erst jetzt wollen sie da so das Spiel retten vor den ganzen Problemen, die es hat. Also sehr, sehr spät, muss man einfach sagen. Und für viele Leute, es gibt viele Leute so wie mich, die sagen, okay, klar, scheiße gebaut. Und mich geilt das auch nicht an, was sie alles so fabriziert haben. Aber ich gebe der Sache eine Chance. Gerade mit Patch 8.2, wo sie halt gesagt haben, da wollen sie vieles, was halt von Fans kritisiert wurde, besser machen. Und wo ich dann sage, okay, dann warte ich halt ab, Patch 8.2, und dann gucken wir mal, wie weit sie das alles so retten wollen. Aber für mich
steht und fällt das auch mit 8.2, weil sollte 8.2 wirklich nicht so viel Spaß machen und was man so schon so vom PTR und so gehört hat, ist es eigentlich ganz okay, schon mal besser als das, was sie davor hatten, aber immer noch weit davon entfernt, gut zu sein. Ist zwar besser, wie gesagt, besser als gar nichts, aber trotzdem sollte es so sein, dass sie verkacken, dann werden viele Leute noch weiter aussteigen. Mich eingeschlossen, weil dann werde ich wahrscheinlich erstmal, wenn, außer ich habe meine Projekte noch nicht zu Ende gebracht, dann werde ich auch wahrscheinlich dann aussteigen und warten, bis dann Classic kommt, weil Classic ist dann wirklich so, was ich ja schon erwähnt hatte, ein Spiel, wo ich dann wahrscheinlich mich eine lange Zeit mit befassen werde. Einfach aus dem Grund, weil ich erst im WoW so drinne bin und das so lieben gelernt habe. Wegen Classic. Man hatte viele Leute, die das Spiel spielen und lieben, spielen es halt nur wegen der damaligen Zeit und weil es damals halt geil war, in der Hoffnung, dass es heutzutage genauso geil wird wie damals. Das ist so der Mindset von vielen. Natürlich, mein Mindset ist das auch. Aber man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass es halt dementsprechend nicht so ist. Sonst würden so viele Leute nicht vom Spiel weglaufen oder sagen, hier, nee, ist kacke. Das ist kompletter Bullshit.